Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Ja, und es ist wieder Astrologentag. Ich war nochmal da gewesen und der Astrologe ist nicht da. Das heißt, ich denke, es ist ein Bug und ich müsste wirklich mal meine Version hier upgraden. Aber wir sind ja schon ein ganzes Stück gekommen, deswegen scheue ich mich davor. Aber früher oder später werde ich es wohl dann nochmal tun, weil das Problem ist, wir haben ja hier so ein Dingens da bekommen von dem Snake, um so einen Schlüssel halt zu benutzen, um da in die Dungeons zu kommen. Und diesen Schlüssel, den wir eben dafür brauchen, den kriegen wir von dem Astrologen. Von daher brauchen wir erstmal hier einen schönen Beichtstuhl. So, wo kommt denn der hin? Passt hier gar nicht hin, oder was? Doch, hier passt der hin und da würde er auch hinpassen. Und eigentlich müsste man doch die Objekte auch irgendwie drehen können. Das habe ich vergessen. Controls Move Interact. Vielleicht mit E? Mal gucken. Mit Komma und Punkt geht's auch nicht. Leertaste auch nicht. Naja, wird schon so gehen. Ich würde den halt hier gerne so hinsetzen, weißt du? Ja, komm, wir setzen ihn mal da hin. So, jetzt haben wir da einen Beichtstuhl schon mal. Und ein paar Simple Iron Parts könnten wir da noch so ein Kerzending da bauen. Kerzen können wir ja auch kaufen. Beim Bischof. So, jetzt sind wir schon bei 12. Bringt also nur 2. Oh, Pray. Geht aber nicht. Warum nicht? Kann ich beten? Ich kann nicht beten. Ne, geht nicht. Ich dachte, der bringt plus 5. Toll. So, und wir wollten uns hier so einen Handmixer irgendwo mal hinstellen, ne? Haben wir gesagt. Ja, der passt hier nicht mehr hin. Hier passt er hin. So, dann gucken wir mal, was wir da so basteln können. Nachdem wir gebaut haben. Und es ist Sonntag, wir können Predigt halten, Freunde. So. Pick a resource. To use. Okay. Haben wir aktuell nichts. Aber wir haben es gebaut. Ja, zumindest haben wir jetzt eine hundertprozentige Chance, glaube ich, auf die zwei. Genau. Auf die zwei glauben, das sollte klappen. Our Church. Great. Nice. Oh, drei glauben sogar. Durch den Beichtstuhl wahrscheinlich, oder? Aber nochmal eins dazu bekommen, was sehr nice ist. Cool. Freunde. Und jetzt mal schön was da in den Klingelkasten. Pling, 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 pling. Sehr gut. Läuft. Och, guck mal. 380. So, wir gucken noch mal. Dieses Chandelier 2, was bringt denn das? Da können wir noch ein paar mehr Kerzen noch, ne? Biologie, warte mal, hier. 25. 25 von diesem blauen. Na, haben wir denn noch was Schönes zum Erforschen da unten? Also wir haben schon erforscht, glaube ich, Herz, ne? Herz und Blut, das war schon ganz gut. Herz und Blut war schon ganz gut. Gucken mal, was wir hier noch machen können. Vielleicht können wir auch noch eine Zeremonie machen. So, Herz und Blut haben wir schon, ne? Genau, können wir auch nicht mehr. Aber Intestine. Mal das doch mal. Mal gucken. Oh, kann decompose into powder. Können wir Puder draus machen? 26, 31. Na, ist doch gut. Dann können wir das jetzt nämlich machen hier.
Illumination of Faith. So, und das können wir zurückpacken. Oder auch, wir können es dann auch wieder wegtun, ne? Wir haben es ja jetzt erforscht. So. Can we decompose to powder? Hat der nicht hier... Ja, aber hier können wir nichts decomposen am Mixer. Schade, hätte ich gedacht. So, mal gucken, ob das jetzt schon reicht. Ob wir hier nochmal eine Predigt halten können. Ich liebe diesen Bug. Naja, muss auch ein bisschen was, wenn wir schon so gehandicapt sind. Muss auch ein bisschen was Positives sein, Freunde. Außerdem, die lieben mich einfach. Die lieben meine Predigten. Die gehen nach Hause und sagen, Alter, der Lumi war in der Kirche. Du musst dahin. Die Predigt, der Hammer. Der macht noch eine Spätvorstellung. So, Donations, ne, Freunde? Ja, großartig, ich weiß. Dankeschön. Pling, 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 pling. Sehr gut. Guck mal, haben wir nämlich noch was? So, nochmal drei Glauben. So, alles leer, ne? Okay. Wir könnten auch in die Stadt noch gehen und so. Also das können wir alles mit dem Safe-Game noch machen, von daher. So, Chandelier 2. Warte mal, wir brauchen 4 Simpel. Sagen wir mal 10 Simpel und 4 Komplex. Machen wir mal, ja? 10 Simpel und 4 Komplex, ne? Und dann ein paar Kerzen, dann haben wir es schon. Die können wir hier bei dem Onkel kaufen. Warte mal. Trade. Guck mal, was kosten so ein... Ach, kein Problem. Dann sind wir gleich 10 Stück. Communion Cookies. Okay. Mhm. Ja, das sind diese Standardkerzen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Die müssen wir auch erst am Sonntag anzünden, wenn er da ist. Um die Kirche hier zu pimpen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir diese 10 Simple und 4 Komplex Iron Parts zusammen kriegen. Bin gespannt. So, wie viel haben wir denn? Komplex. Simple. Also Komplex brauchen wir noch 3. Ich glaube, das ist einmal produzieren. Hier machen wir weiter Glas. Ruhig, oder? Wir können ja nochmal hier erstmal ein bisschen Kohle noch reinhauen. So, machen wir nochmal ein Iron Ingot. Und dann lasst uns mal schauen. Wir machen mal erstmal die Komplexe noch, ja? Dann haben wir die, glaube ich, fertig. Echt, nee, waren nur 2. Moment, das bleibt mal schön da. Also machen wir hier nochmal Simple. Da brauchen wir eine ganze Menge. Also machen wir nochmal. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ist auch gerade nachts, das ist gut. So. Jetzt kriegen wir nur Energie, kein Yin und Yang diesmal. Okay. Trotzdem gut. So. Sehr gut. Ah ja, das Ding ist auch fertig. Gleich nochmal ein. Und hier können wir doch auch nochmal ein bisschen, warte mal, Iron Ore herstellen. Wenn wir schon dabei sind. Habe ich doch da noch einen Klotz gehabt. Sehr gut. So, das kommt hier rein, warte. So. Glas kommt auch rein. Bin ich erstmal zufrieden. So, wir hätten jetzt 6, wir brauchen 10 Simple Iron Parts. Und gleich nochmal eins mehr. So. Jetzt geht das Komplexe wieder nicht, ne? Genau, okay. Aber das wäre in Ordnung. Noch einmal Komplex, dann haben wir das schon. Dann können wir diese schöne Kerzengedöns da machen. So, Piece of Stone brauchen wir nicht. Vielleicht hauen wir uns hier nochmal irgendwo ein Bäumchen klein. Wenn wir schon mal dabei sind, ein bisschen Ressourcen hier herzustellen. So.
Und wir könnten noch was erforschen, ne? Zum Beispiel den Schädel. Könnten wir auch noch machen. Aber ich suche noch ein Bäumchen. Da unten ist eins. Und dann können wir ja auch bald diese großen hier fällen. So. Um unseren Friedhof zu erweitern, müssen wir übrigens auch mit dem Inquisitor da irgendwas abmachen. Der, ich glaube, heute ist heute nicht Inquisitionstag. Ne, heute ist Actress Day. Heute ist Actress Day. So. Gut, Holz haben wir jetzt genug vor der Hütte. Nun mach schon. Wollen wir noch craften. Iron Ore geht nicht mehr. Piece of Stone brauchen wir auch nicht. Polished Brick of Stone. Ach, ein Iron Chisel. Wo kriegen wir den her? Iron Chisel. Chisel the Bing. Das sieht mir doch so aus, als wenn wir den... Können wir hier nicht... Können wir den noch nicht bauen? Immer? Doch. Iron Chisel. An der Anvil eigentlich, oder? Hm. Geht hier nicht. Hier? Nein. Das ist der Schleifstein. So, lass uns hier mal gucken. Auch nicht, nee. Aber da können wir dieses, das Ding machen mit dem Iron Chisel. Chiseler Bang. Was ist denn hier? Nee, auch nicht. Hm. Nun gut, da kümmern wir uns drum, wenn wir es brauchen. Aber schön wäre es schon, ne? So, jetzt machen wir nochmal die komplexen Dinger hier. Und dann gucken wir uns das mal an in der Kirche. Wie das aussieht mit diesem Doppelkerzenständer. Wir hätten auch noch Platz für einen Beichtstuhl. Sollten aber vorher gucken, was wir noch bauen können. Dieses Incense Burner. Ist auch nicht schlecht. Ist so ein Weihrauch. Dingens da, ne? Das würde natürlich unser Predigt nochmal, wenn die alle da beweihräuchern könnten, nochmal ein bisschen was verpassen, weißt du? So, jetzt haben wir das Ding. Guck mal, das ist so ein Doppelding. Das ist schön. Würde ich dann hier hinsetzen. So, das bringt nämlich plus 2. Habe ich mir nämlich gedacht. So, und da brauchen wir aber dieses Polished Brick of Stone. Und dafür brauchen wir ja dieses Dingens da. Ein Hobel oder sowas. Kein Holzhobel, ein Steinhobel. Hm. So, gucken wir nochmal. Hier, wie heißt das? Warte mal. Hier, Chisel, Iron Chisel. So. Das müssten wir eigentlich an der Anvil bauen können. Mining, warte mal. Stone Processing, Stone Cutter, vielleicht am Stone Cutter, aber es ist ein Iron Chisel. Stone Cutter 2 haben wir ja auch noch nicht, ne? So, also, hier geht das nicht. Das haben wir ja jetzt festgestellt. Craft. Iron Chisel. Study not complete. Warum? Haben wir das nicht? Haben wir doch hier. Rezept. Advanced. Dingens da. Ach so. Hier, das müssen wir natürlich noch. Polished Brick of Stone. Und dann am Stone Cutter 2. Vielleicht geht's da dann. Hm, was können wir denn hier noch bauen eigentlich? Was wir noch nicht haben. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Wooden Anvil haben wir doch auch. Ja, das ist
das Ding, wo wir diesen wooden Fenster machen können. Timber Stockpile, die Sawhorse. Haben wir auch. Workbench, increase Yard Space. Ja. Stone Cutter haben wir auch. Das ist eigentlich alles nicht schlecht. Das ist okay. Wir könnten nochmal hier ein paar Iron Ingots produzieren. Also unsere Kirche sieht schon ganz gut aus, ne? Wenn da jetzt noch ein paar Kerzen reinkommen, also 3 Kerzen, hätten wir nochmal plus 3. Vielleicht sollten wir echt noch einen zweiten Beichtstuhl bauen. Ah, bin nicht ganz sicher. Auch gut. So, warte mal hier. Oh, Wooden Church Shrine. Das fände ich auch gut. Wo geht das denn? Was braucht man dafür? Ein Kirchenschrein. Guck mal, wir sind bei 14. 3 Kerzen, sind wir bei 17, oder? So, Wooden Church Shrine. Hier. Ach, da brauchen wir dieses Wooden Beam. Und dazu brauchen wir so eine Kreissäge. Dann lass uns da doch mal, gucken. Dass wir hier einfach nur mal ein bisschen was erforschen wollen. Für die Kreissäge. So, wir hauen hier jetzt mal rein den Schädel. Der ist relativ günstig zu erforschen. Okay, bringt uns nicht viel. Reicht das jetzt schon für die... Für das hier? Ja. Guck mal, kann man eine Säge jetzt machen? Sehr gut. Achso, Schädel kann hier bleiben. Ah, den... Na, obwohl, na doch, der Astrologe. Den Astrologen kriegen wir hier in dem Safe Game eh nicht mehr zu sehen. So, guck mal, jetzt können wir uns nämlich eine Kreissäge hier noch hinsetzen. Und könnten dann, was brauchen wir dafür? Lass mal gucken. Für diesen Schrein, ja. Brauchen wir also diese 4 Riesenklötze. Dann 4x Plank. Und die Iron Parts hätten wir schon. Wäre also nicht schlecht. Na hier, Pimp My Church, Freunde. Und bis Sonntag haben wir noch jede Menge Zeit. Da legen wir uns dann einfach ins Bett. Schlafen bis Sonntag durch. Ja? Bis zum Predigt halten. So, jetzt erstmal gucken, ob wir die Kreissäge hinkriegen, was wir dafür brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir da auch Komplex Iron Parts oder sowas, ne? Ha! So, wo ist sie denn? Hier, Säge. Komplex Iron Parts, habe ich mir gedacht. Und Planks. Und 10 Komplex Iron Parts. Holy moly. Und Planks haben wir auch nicht mehr. So ein Ding. Haben wir nicht mehr, nee. Ich weiß, ich müsste hier nicht reingucken. Weiß ich. Also, jede Menge Planks. Oh, hier, warte. Gleich wieder weitermachen. So, jede Menge Planks, jede Menge Flitsch. Und gut, dass wir nochmal Holz gesammelt haben. So. Gehen wir gleich wieder schlafen, ne? Ist dunkel. Gucken noch, wie viele Flitches wir hier zusammen bekommen und dann... Ich glaube, hier haben wir die Dinger, ne? Grundsätzlich egal, so. So, mal gucken. Brauchen ja nur 4. So, sehr gut. Gehen wir schlafen, dann müsste auch das Iron Ingot fertig sein. Wenn wir wieder wach werden, dann geht es nämlich weiter. Wunderbar. Gut, ausgeruht, frisch ans Werk. So, wie sieht's aus? Zack, weiter geht's. So, wie viele Planks brauchen wir? 10? Acht. Hm. Das bedeutet, einmal Flitsch brauchen wir noch. 8, also wir brauchen ja 12 letztlich, ne? Aber das kriegen wir genau raus jetzt hier.
So. Dann sind wir mit den Planks nämlich durch. Obwohl, für die Beams brauchen wir bestimmt... Na, mal gucken. Ob wir die direkt aus dem rohen Holz machen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ist. So. Wunderbar. Aber die 12 brauchen wir. Die 8 für die Säge und 4 für unseren Schrein. So, jetzt haben wir die 12 zusammen, oder? Warte mal hier. Ja, das haben wir schon mal. Das ist doch gut. So, und jetzt brauchen wir 8. Ich habe schon wieder vergessen, Freunde. Was ist denn da los? Oh, so ein Kurzzeitgedächtnis wie ein Esel. Nee, ja, 9 noch. Also 10 Complex Iron Parts insgesamt. 10, wow. Ja. Das wird heftig. So. Not enough energy. Das braucht auch noch einen Moment. Okay, Freunde. Also den Schrein werden wir uns auch noch gönnen. Und dann gucken wir, ob wir bis zum Sonntag die Kirche gepimpt kriegen und den Bischof zufriedenstellen können. Gut, den roten Fisch haben wir noch nicht. Da müssten wir dann dieses Mottenzeug da freischalten. Dann kriegen wir, glaube ich, warte mal, hier. Das hier müssten wir dann freischalten. Oh, können wir schon freischalten, oder? Nö, warum nicht? Ach so, machen wir das erstmal für Honig und Bienenwachs können wir dann nämlich auch sammeln. Jetzt können wir das Ding hier freischalten. Dann können wir uns Bienen, Motten und Schmetterlinge nämlich irgendwo zusammensammeln. Und hier auch Maggot. Hier irgendwas umgraben, kriegen wir Maggots. Vielleicht hier. Ist hier Maggots? Weiß es nicht. So, keine Energie mehr. Gut, aber dann kriegen wir zumindest die Chance auf den roten Fisch, Freunde. Wo auch immer es den da gibt, ich weiß es nicht. Wir legen uns erstmal schlafen und werden dann weitermachen in der nächsten Folge mit unserem Kirchenprojekt. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.